Nächtliche Hitze, vor allem in der Stadt, ein immer größeres Problem. Denn wenn uns der Schlaf fehlt, ist das gar nicht gesund. Ja, Schlaf ist etwas, was wir brauchen, genauso wie Essen und Trinken. Wenn wir mehrere Nächte hintereinander nicht schlafen, dann kommt die Psyche, dann kommt der Organismus völlig durcheinander. Wobei es im Sommer, wenn die Tage länger hell sind, wir grundsätzlich mit etwas weniger Schlaf auskommen als im Winter. Eine Dusche vor dem Zu-Bett-Gehen kann helfen. Zu kalt darf man aber nicht duschen, denn sonst wird das Gegenteil bewirkt. Der Körper versucht sich zu erwärmen. Sehr wichtig ist, was eh die meisten wissen werden, dass man tagsüber möglichst keine Fenster aufmacht. Nur in den frühen Morgenstunden, in der Nacht kann man lüften, damit einfach die doch kühlere Luft von der Nacht hereinkommt. Auch bei der Ernährung sollte man sich den Temperaturen anpassen. Schweres, süßes Essen eher vermeiden. Das ist auch für den Körper belastend. Wir wissen, alle Salate sind gut, man hat oft auch weniger Hunger. Viel trinken ist gut. Sehr kalte Getränke sind da oft gar nicht zu empfehlen, weil durch diese kalten Getränke muss der Körper mehr arbeiten, die musst du dann erwärmen. Was aber ist mit einem kühlen Seiterl Bier oder einem Glas Sommerspritzer? Alkohol bei der Hitze? Ist nicht so gut, weil das hitzt auch innerlich auf. Also wenn, viel Wasser. Das Seiterl, ein Seiterl ist sicher kein Problem. Ist auch gut zum Durstlöschen, aber ich würde empfehlen, Alkohol zu meiden. Weil eben der Alkohol erstens einen aufpeitscht und auch die Nachtruhe stört. Das Durchschlafen gelingt mit Alkohol schlechter als ohne Alkohol. Aber nicht jeder braucht gleich viel Schlaf. Das ist sehr individuell und unterschiedlich, bei jedem anders. Man merkt, wenn man in der Früh ausgeschlafen aufwacht, den Tag über leistungsfähig ist und am Abend müde wird, dann ist die Zeit, die man schläft, ausreichend. Manche Menschen kommen mit 4 bis 5 Stunden über längere Zeit aus, manche brauchen immer 8 bis 9 oder 10 Stunden. Eine Nacht mit weniger Schlaf stecken wir im Normalfall aber ganz gut weg. Wenn man kurzfristig einmal sozusagen eine Nacht wenig oder fast nicht schlaft, weil man fortgegangen ist, weil man gefeiert hat, dann kennt man es auch vom nächsten Tag, dann ist man eher ein bisschen überdreht. Ja, dann fühlt man sich besonders gut, solange bis die Müdigkeit dann durchkommt. Vor- oder Nachschlafen funktioniert übrigens nicht. Egal ob eine tropische Nacht oder eine fette Party, der Grund für den Schlafmangel ist.